Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Und ich bin gerade noch auf der Suche nach Diamanten, nach weiteren Diamanten. Zwei haben wir schon. Und ja, das gestaltet sich nicht nur als verdammt schwierig, sondern auch als richtig gefährlich. Ich traue mich gar nicht, da hinzugucken. Ich will ihn nicht angucken, weil ansonsten wird er böse und der wird mich so schnell verkloppen. Also vor denen habe ich mittlerweile Respekt. Den habe ich mal, ich dachte mir so, ach ja, Enderman, easy. Hat er mir einmal eine Zuhälterschelle gegeben und dann war Ende. Da habe ich dann, ja, hatte ich nicht mehr so eine große Klappe. Ey, warum habe ich das denn hier gedroppt? Bevor aus den hingeschmissen. Naja, auf jeden Fall sind wir hier an sich an einem echt coolen Ort. Da habe ich ein paar zu viele gemacht. Da war ich gerade so in Panik wegen so einem kleinen Mini-Zombie. Und ich habe auch was gefunden, einen Spawner. Da habe ich einen Rossharnisch bekommen und einen Sattel und ziemlich viele tolle Sachen. Allerdings nicht wirklich Diamanten halt. Und das macht das Ganze hier so ein bisschen unknusprig. Denn eigentlich will ich Diamanten haben. Das ist mein großes Ziel gewesen hier. Und ja, so wirklich erreicht habe ich das Ziel nicht. Meine zwei Diamanten sind zwar auch nicht schlecht, aber halt auch nicht das, was ich wollte. So, hier gehen wir eben kurz runter und gucken. Hier scheint auch nichts zu sein. Ich hatte irgendwo noch eine andere Stelle. Da ist schon wieder ein Feind. Habe ich das Ding gerade nicht ausgerüstet? Ah, mein Schild ist fast kaputt. Okay, also unser Schild ist auch bald Schrott. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich zurück. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber ich habe ja auch eine ziemliche Ausbeute hier. Ne, ich habe da so einen schönen Spawner gefunden, einen Skelett-Spawner auch noch, den ich ehrlich gesagt recht unbeschadet entschärft habe. Wo ich echt stolz drauf bin. Okay, weg. Weg, weg, weg. Nein. Genau, killt euch gegenseitig. Das wollt ihr doch. Okay. Hier wird es mir langsam zu bunt. So, ja, ich habe einen Weg nach oben gefunden. Sehr schön. Heilige Mutter. Also das hier ist wirklich krass. Das Gebiet. Gerade da unten, da ist das richtig krass. Und hier haben wir letztes Mal ein paar Diamanten gefunden, auf der Ebene. Und hier will ich auch mal kurz ausleuchten. So, einfach damit nicht so viele Zombies hier spawnen und so. Auf jeden Fall, hier haben wir Diamanten gefunden. Und ich denke, dass wir eben mal kurz mit den Wassereimern, die wir haben, auch ein bisschen Wasser wegnehmen können. Zumindest ein Eimer. Haben wir ein bisschen bessere Übersicht hier. So. Jetzt haben wir den Wasserfluss so ein bisschen gestoppt. Zumindest zu großen Teilen. Wo kommt hier das Wasser her? Hi. Sir, Sir, Sir. Bitte auf Entfernung bleiben.
Ach, okay. Ja gut, da hinten geht's noch hoch. Und wieder runter. Und ich bin hier in so einer übertrieben heftigen Höhle. Das geht auf keine Kuhhaut. So. Da mich das hier trotzdem so ein bisschen nervt, machen wir das so. Gut, zwei Diamanten waren hier. Da meinte mal jemand, die können auch irgendwie quer sein. Da sollte man vielleicht mal so ein bisschen mehr abbauen. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich sehe da nichts. Von daher. Da dann wohl nicht. Aber okay. Puh, okay, also hier ist erstmal soweit nichts mehr. Wir können hier mal ein bisschen was aussortieren, was wir nicht brauchen. Braucht man nicht, braucht man nicht. Ja, Pfeile. Spinnenaugen, ja, nee. So ein paar Sachen brauchen wir hier definitiv nicht. Da können wir lieber ein bisschen Redstone mitnehmen, weil mit Redstone können wir dann was machen. Und wisst ihr, ich glaube, ich akzeptiere einfach, dass ich einfach hier heute nichts an Diamanten erwischen werde. Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass man verloren hat. Und in dem Fall würde ich sagen, dass ich heute auf jeden Fall, in der Höhle habe ich auf jeden Fall verloren. Im Sinne von, dass wir hier keine Diamanten gekriegt haben, obwohl das mein großes Ziel war. Und ich habe echt Respekt vor dieser Höhle. Also es gibt keine andere Höhle, wo ich so verdammt viele kleine Zombies hatte, so viele normale Zombies, also während eurer Abwesenheit, ja, wo ihr nicht geguckt habt, weil naja, ich es nicht aufgenommen habe. Da ist so viel Scheiße passiert in dieser Höhle. Unglaublich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele kleine Zombies hier waren. Ich habe im, na, ich sag mal realistisch, 3-Minuten-Takt kleine Zombies gehabt. Und ihr wisst, wie ätzend die sind, ne? Die sind, oh, holy. Okay. Und da ist er hin, der Schild. Okay. Gut, jetzt sind wir erstmal wieder safe. So, hier sind wir relativ safe. Aua. Ich sollte das vielleicht eher später sagen, wenn ich hier raus bin. Aber echt heftig. Ich bin auch so ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Weil ich bin da halt schon eine Weile unten und das war krass, wie gesagt. Und da gehe ich so ein bisschen auf den Zahnfleisch. Deswegen bin ich richtig froh, wenn ich gleich wieder draußen bin. Ohne Witz. Da bin ich richtig froh. Oh, bitte, 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 bitte. Ich will doch nur noch raus hier. Ich will nur raus. Irgendwie, ich will raus. Stattdessen verirre ich mich. Ja, Tageslicht. Oh, ja. Oh, Tageslicht. Oh, wundervoll.
Oh mein Gott. Also ich gehe erstmal nicht in die Höhle. Zwei Diamanten habe ich hier mit dem Dia. Oh, wir haben drei Diamanten. Ui. Doch drei Diamanten. Also theoretisch könnten wir Obsidian holen. Oh Mann, ich will da nicht nochmal runter. Gut, packen wir erstmal die ganzen guten Sachen hier rein. Holy Macaroni. Okay. Wisst ihr was? Wir machen es einfach. Ich will das Ding aktivieren. Wir bringen das jetzt einfach hier. Ja. Wir werden jetzt da runtergehen. Und wir werden Obsidian holen. Scheißegal, was kommt. So. Wir müssen halt schnell sein. Die Schlucht wird jetzt ein bisschen ungefährlicher sein, weil dort nur nachts dann die Viecher spawnen. Oder auch nicht. Na, wir ignorieren die erstmal soweit. Wir können die später immer noch killen. Unser Ziel ist Obsidian. Wir haben hier eine schöne Treppe nach unten. Wir wissen genau, wo wir hin wollen. Haben auch alles schön markiert. Da ist Obsidian. So, das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben zwar wieder einen Fanboy hier. Aber so an sich. Ich würde sagen, wir nehmen so 5, 4 Obsidian mit. Oh, da drunter ist keine Lava, sehr schön. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass gleich der Obsidian unten in die Lava fällt. Aber. Geh weg. Ich sage, hier sind überall. Ich weiß nicht, was mit dieser Höhle los ist. Hier sind die ganze Zeit welche. Ohne Scheiß. Ich habe hier schon einen Skelett-Spawner erledigt, aber ich glaube, hier ist noch irgendwo ein Zombie-Spawner. Anders kann ich mir nicht erklären, dass hier durchgehend Zombies kommen. Also das ist wirklich nur diese eine Höhle hier. In keiner anderen Höhle hatte ich das bisher. So krass. Ja, das hier ist wirklich extrem. Wir haben jetzt hier vier Obsidianer. Okay, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Ein Obsidian. Wobei, wir könnten auch für den Zaubertisch noch einen mitnehmen, ne? Aber gut, ich denke, fünf reichen erstmal. Aber hier einen für euch, ja. Nee, ein für Obsidian noch. Ich war für den Zaubertisch. Ein Obsidian noch für den Zaubertisch. Ich glaube, dafür brauchten wir Obsidian. Okay, und jetzt weg hier. Bloß raus hier. Ich will hier auch erstmal nicht mehr rein. Ich weiß, hier sind verdammt viele tolle Sachen. Aber ich möchte hier momentan nicht mehr rein. Boah, ich bin erstmal geläutert. Da ist schon wieder ein Skelett. Ja. So, da ist die Schlucht. Und wir haben gerade keine Fanboys, bis auf den Zombie da. Das ist super. Oh doch, da haben wir Fanboys. Aber zum Glück haben wir den Speedjump hier. Mit dem wir ganz schnell vorankommen. Holy, jetzt darf nichts schief gehen. Jetzt darf nichts schief gehen hier. Dann brauchen wir gleich noch einen Flint. Ich weiß gar nicht, wie es zu Deutsch heißt. So einen komischen Stein da. Und dann sind wir eigentlich schon good to go.
Eisen haben wir auch noch ein bisschen. Ansonsten finden wir genug. Okay, jetzt habe ich mich hier wieder. Glaub da vorne hoch hier, ne? Ja, sehr schön. Ich sollte mal mehr Markierungen machen. Das wäre vielleicht mal ganz hilfreich. So, aber jetzt können wir hier aufatmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, aber wir haben hier einen Flint. Und wir haben, glaube ich, ja, noch einen von denen. Das ist gut. Können wir ein Feuerzeug machen. Dann sind wir schon mal soweit ready. Jetzt sag mir nicht, dass ich den anderen da noch austauschen muss, denn dann schreie ich. Glaube aber nicht. Hätte es geahnt. Der funktioniert nicht. Ja. Der funktioniert nicht. Muss ausgetauscht werden. Weiß auch nicht, warum da ständig Feuer kommt. Allgemein weiß ich nicht, was das für ein Ding ist. Das ist so ein ganz komischer Obsidianblock. Ja, jetzt geht's. So, das Tor ist da, das Nevertor. Und jetzt können wir endlich den Glowstone holen für unser Aquarium. Mein Gott, das ist alles für ein Aquarium hier. Was ist auch irgendwo das Schöne an Minecraft, oder? Dass man immer seine eigenen Gründe hat. Seine eigenen Beweggründe. So. Zeigt nur Rezepte an, die ich gerade machen kann. Na gut. Wir gehen mal eben kurz rein. Ich werde da nicht lange bleiben. So, mal eben kurz einen Screenshot gemacht. Jo, da drinnen ist ein Ghast, oder wie die Dinger heißen. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass ich gleich sterben werde. Das heißt, ich werde mich auf meinen Tod vorbereiten. So. Eigentlich alle guten Sachen kann ich erstmal da lassen. Alle Sachen, die ich irgendwann mal brauchen könnte. Nehmen wir auch was zu essen mit. Ja, so zwei, falls wir es doch überleben sollten. Aber ich denke eigentlich nicht, dass wir den Ghast überleben werden. Das Viech ist echt krass. Aber dass wir gerade bei so einem Vieh spawnen müssen, ey. Aber dafür haben wir hier eine coole Location an sich. Ach, hier sind Skelette. Wie hier sind Skelette? Weg damit. Hier ist auch so Seelenfeuer. Die bewegen wir uns auch ganz langsam drauf. Weil die Location ist richtig cool hier. Also an sich cool gemacht, aber auch gefährlich, ne?
Okay, da vorne, da vorne. Wir brauchen nicht viel, aber wir brauchen ein bisschen. Was für Schweine sind das? Sind das die gefährlichen Schweine oder die nicht so gefährlichen Schweine? Nee, ihr seid die nicht so gefährlichen, das ist gut. Das ist sehr gut. Euch mag ich. Manchmal. Boah, endlich, endlich, endlich. Nochmal einen schönen Screenshot von machen. Und jetzt zurück. Allerdings. Oh oh. Ich komme da nicht hoch. Ich glaube, so war das. Wenn ich ein Goldteil habe, dann lassen sie mich zufrieden. Jetzt greifen sie mich nicht mehr an, oder? Ne, sie laufen weg. Das ist gut. Wie gesagt, ich glaube, wenn man ein Goldteil hat, war das. Das hat mir irgendjemand mal erzählt. So, und da vorne. Ich glaube, da war das lang. Ihr seht, ich habe keine Orientierung hier. Ja, da. Scheiße. Wow. Wir haben das Portal an der wohl beschissensten Stelle ever bekommen. Ich kann nicht mal mehr sagen, wie wir zurückkommen sollen. Cool. Nee, ernsthaft, ich hab keine Ahnung. Wenn man nicht irgendwie hier. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Es ist zwar ein bisschen feige. Sind die stark. Okay, also ich glaube, wir sind uns einig. Dass wir das hier unter normalen Umständen nicht überleben werden. Das ist mal kurz die Frage, ob wir hier auch auf den richtigen Weg sind. Ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch. Aber gut, meine Lieben, ob wir es schaffen werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Denn an der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir uns hier weiter durchkloppen in der Hoffnung, dass wir rauskommen und naja, dass wir es irgendwie hier lebendig rausschaffen. Ich bin mir, was das angeht, nicht sicher. Aber da haben wir schon irgendwie sind wir irgendwo angekommen gerade. Wir werden sehen. Ich bedanke mich. Bis denne und tschüss.